Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht schon, ich bin völlig fertig. Und zwar hatte ich eine ziemlich kranke Idee. Und ich fange mal ganz von vorne an. Also, ich dachte mir, heute ist Mittwoch und ich habe jetzt die ganze Woche, also was heißt die ganze Woche, eine Woche lang bis nächste Woche Mittwoch, absolut nichts vor. Ich muss ein paar Telefonate erledigen. Das kann ich aber im Prinzip von überall aus. Und ich dachte mir so, ja, lass mal spontan wegfahren. So, weil also hier soll das Wetter super werden und ich dachte, ich gucke einfach, wo in Deutschland es auch so gut wird, das Wetter. Und dann fahre ich weg. So, dann stellt sich mir natürlich wieder die Frage, also wohin ich fahre, das würde ich vom Wetter abhängig machen. Also klar, ich gucke dann, wo es halt auch so warm ist und wo es dann auch schön ist. Aber die Frage ist ja auch, ich sag mal, wie ich reise, also dass ich mit dem Auto erstmal fahre, sowieso. Also jetzt irgendwo hinfliegen oder so, nee. Aber ich dachte mir so, ich könnte ja im Auto schlafen. Ihr wisst ja, ich habe ein Kind, also den Kali. Und der Karl ist auch schon sehr Camping gewöhnt durch den T4 und so. Und ich dachte mir so, ich habe jetzt den T4 nicht mehr. Aber ich würde trotzdem gerne im Auto schlafen. Du bist ja Kali, ne? Und dann dachte ich mir so, ey, wie wär's, wenn du den Megane in einen Minicamper umbaust? Und das ist schon wieder so krank, ne? Es ist, wie gesagt, es ist Mittwoch. Ich sitze so hier, habe vielleicht so vor 3 Stunden die Idee gehabt, ich könnte mal wegfahren, dachte mir so. Also erst dachte ich mir so, ich fahre halt einfach so weg und campe halt trotzdem, aber jetzt nicht so aufwendig. Und dann dachte ich mir so, aber ganz ehrlich, ich kann auch einfach jetzt in 1-2 Tagen den Megane zum Minicamper umbauen und dann in 1-2 Tagen damit wegfahren. Wenn ich das jetzt schon wieder selbst höre, denke ich auch wieder so, Alter, was geht bei dir ab? Die Sache ist, ich würde mir ja gern bald wieder einen Bus zulegen. Also, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Aber ich habe so überlegt, dass ich mir spätestens 2021, also wir haben ja jetzt September, und spätestens nächstes Jahr, Anfang des Jahres anfange nach einem T4, vielleicht einem T3 oder was ganz anderem in Richtung Opel Movano oder so. Aber am liebsten ein T4, weil ich es halt einfach jetzt schon kenne und es halt einfach schön ist. Auf jeden Fall danach gucke. Und ich dachte mir so, aber wie, ey, ich halte es niemals aus jetzt von September bis, ich sag mal so, wenn ich im Januar anfange nach einem T4 zu gucken, vielleicht habe ich dann erst im März einen. Und ich halte es niemals aus bis dahin ohne zu campen. Klar, die Sache ist, ich kann den T4, den wir hatten, kann ich eigentlich jederzeit zum Campen haben. Aber es wäre doch viel cooler, oder was heißt viel cooler, es wäre einfach übelst krass, wenn ich mir jetzt ganz spontan den Megane zum Minicamper umbaue. Es ist jetzt 14 Uhr oder so. Ich habe bereits mir eine Matratze rausgesucht bei Ikea, die ich zuschneiden werde. Das ist ungefähr die günstigste Schaumstoffmatratze überhaupt. Aber dadurch, dass die Fläche ja nicht so groß ist, brauche ich da jetzt mir nicht aufwendig irgendwie bei eBay Kleinanzeigen eine gebrauchte Matratze oder so suchen. Da hole ich mir einfach eine neue, schneide eben zu, fertig. Also muss ich zu Ikea nachher. War ich gestern schon, aber ist okay. Dann habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen einen Gaskocher rausgesucht, den ich nachher hoffentlich ausprobieren kann und wenn er funktioniert, mitnehmen kann. Dafür brauche ich aber noch Kartuschen. Und da muss ich also gleich im Baumarkt mir Kartuschen holen. Ich werde gleich mal bei Obi oder Hornbach, lieber Obi, weil das viel näher, auf jeden Fall bei Obi gleich mal gucken. Und also ob die Kartuschen da haben. Und dann gucke ich noch nach einem Wasserkanister bei Obi. Genau, bei Ikea brauche ich dann noch so Boxen, da muss ich gleich im Auto aber mal ausmessen. So Kisten für Essen, Zeug wie zum Beispiel Geschirr und Geschirrtücher. Boah, wenn ich mir jetzt schon wieder selbst zuhöre, ich glaube das gerade noch nicht richtig. Jedenfalls brauche ich da so Kisten, da habe ich gerade bei Ikea auch geguckt, online, so mit Deckeln, die ich dann da irgendwo unterbringe, ich zeige euch das alles. Der Anbieter hat nämlich gerade geantwortet und meinte, dass ich vor 15 Uhr den Gaskocher ausprobieren soll. Oha, da muss ich mich erstmal beeilen. Okay, ich erkläre euch den Plan später. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob es bei Obi diese Kartuschen gibt und dann Richtung Gaskocher fahren.
ich bin völlig fertig und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Okay, also Gaskocher ist gekauft. Wir waren jetzt auch schon bei Obi, haben Kartuschen und noch ein bisschen was anderes geholt. Und jetzt habe ich gerade noch schnell meinen IKEA-Einkaufszettel zusammengestellt und wir fahren jetzt ganz fix zu IKEA. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so. Jedenfalls fahren wir jetzt zu IKEA und dann gibt es zu Hause einen richtig fetten Haul. Und dann wird vorbereitet. Und Matratze zugeschnitten und Sachen zusammengesucht, gepackt und so in Richtung Geschirr und alles. Und ja, dann würde ich sagen, ich erkläre euch nachher mal noch so meinen Hintergrund. Wobei, ich kann es euch jetzt eigentlich auch schon erzählen. Also mein Gedanke ist es, in 2 Tagen... ein Minicamper, low budget, also ich habe jetzt 100 Euro bzw. 120 Euro angesetzt und ich denke, dass ich dafür auch alles kriegen werde, was ich brauche. Das ist schon wieder zu krank. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und wir haben ein Projekt. Haben wir ein Projekt? Ja. Ja. Und das wird richtig cool. Ich freue mich sehr. So. Ich zeige euch jetzt meinen Einkauf und blende jeweils den Preis dazu ein, dass ihr nachvollziehen könnt, warum das ein absolutes Low-Budget-Mini-Camper-Projekt ist. Ich fange mal hier links an. Ich habe einen Wasserkanister gekauft, 10 Liter. Dann habe ich ein Kissen gekauft. Also insgesamt wird die Einrichtung so in Grüntönen gehalten. Also es ist nicht nur low budget, sondern auch noch mit Stil. Und das ist mir echt wichtig, das zu erwähnen. Ich habe die Kissen eigentlich nur mit hochgenommen, damit ich diese 10 Kilometer langen Schilder abschneiden kann. Genau, ich habe auch gesagt, die Kissen. Ich habe nämlich noch eins. Und zwar, und zwar das hier. Hat auch wieder so ein langes Schild. Genau, also das sind so 2 Kissen, mehr oder weniger dekorativ. Ansonsten kommt ganz normales Bettzeug so rein. Dann habe ich mir vorhin, oder ist offen, einen Gaskocher gekauft. Gebraucht bei eBay Kleinanzeigen, ganz normaler Einflammenkocher. Und der hat auch noch einen Grillaufsatz. Und zwar wird es dann so da drauf gestellt und dann legt man hier oben die Sachen drauf und dann kann man grillen. Einfach ganz normal grillen, haben die gesagt. Ich stelle mir das ziemlich cool vor und die meinten, dass es auch echt gut funktioniert. Zum Gaskocher habe ich eine angefangene Kartusche noch bekommen, weil die mir doch demonstriert haben, dass der funktioniert. Und ich, also ich hatte geschrieben, ja, ich kann jetzt sofort vorbeikommen, muss vorher nur noch im Baumarkt mir eine Kartusche holen, weil die halt auch geschrieben haben in der Beschreibung, was ja auch gerne vor Ort probiert werden kann. Und dann habe ich gesagt, muss ich mir nur noch eine Kartusche holen zum Probieren. Und dann meinten die, die haben halt noch eine da. Und dann meinten die, ich kann die auch mitnehmen. Ich habe jetzt noch 2 Kartuschen so geholt auf Vorrat. Im Normalfall dürfte das auch erstmal für eine kurze Reise reichen von der Menge. Und dann habe ich 3 solche Tagesdecken, wovon ich 2 auf jeden Fall, ich kann auch mal aufmachen, die sind von Maßen 1,20 x 1,70. 2 werde ich davon auf jeden Fall zerschneiden und dann was nähen. Und zwar Gardinen, also generell irgendwie nicht jetzt so unbedingt gegen Verdunklung oder für Verdunklung oder als Verdunklung, sondern eigentlich überwiegend als Sichtschutz. Jedenfalls, so sieht es aus. Ja, muss ich mal gucken. Was ich aber sagen wollte, im Endeffekt, wenn ich das, also wenn ich eins noch übrig habe, dann wird es einfach so da halt hingelegt als Tagesdecke, ganz normal. Genau, wie gesagt, davon habe ich 3 Stück. Dann seht ihr hier schon Deckel zu Kisten. Und zwar habe ich mir 2 solche Boxen geholt. Ich kann euch die gleich zeigen. Eine wird so Vorratskiste für Essen. Und die andere wird so Geschirr- und Haushaltskiste, also wo dann Geschirr und eben zum Beispiel auch die Kartuschen und, was wollte ich sagen, Müllsäcke und sowas auferschlappen und also was drin sein wird. Das sind die Kisten, IKEA-Katalog,
Habe ich so noch mitgenommen. Dann habe ich hier einmal Plastikteller. Dazu gibt es ja auch Schüsseln. Die haben wir da. Die werde ich dann gleich noch mit reinpacken. Dann habe ich einmal Besteck. Ganz normales Besteck. Besteck. Viermal von allem. Muss auf jeden Fall, wird auf jeden Fall reichen. Was wollte ich noch sagen? Achso, und die Becher zu den Tellern haben wir auch da. Die werde ich dann auch noch mitnehmen. Dann ganz wichtig, eine kleine Lichterkette. Die werde ich auch gleich mal ausprobieren. Dann habe ich mir noch eine Laterne, Lampe, was auch immer so geholt. Und wie gesagt, einen Topf. Ja, eine 20 Liter Dusche. Die im Prinzip, oha, ich glaube, die hat sogar ein Thermometer. Im Prinzip, also die wird dann wahrscheinlich an der offenen Kofferklappe irgendwie aufgehängt. Und dann mit natürlichem, wie sagt man das? Naja, Wasser halt, also Wasser aus der Natur befüllt. Oha, ist die riesig. Oh mein Gott, davon kann man ja, da kann man ja wirklich duschen. Wie cool ist das denn? Ich habe mir da noch nicht so Gedanken gemacht. Das mit dem Thermometer finde ich auch übelst gut. Ja, wie gesagt, die wird dann da so aufgehängt und dann mit Wasser aus der Natur befüllt. Weil der Kanister ist ja nur 10 Liter und das, ja, genau, ist dann ja kaltes Wasser da drin. Genau, dann ist hier noch irgendwelcher Zubehör, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben wir eine Dusche und das finde ich ziemlich cool. Oder die wird an einem Baum oder so aufgehängt. Ich mal gucken, wenn ich da am Dings nichts finde, an der Kofferklappe, weil eine andere Möglichkeit, Dachreling, irgendwas, haben wir nicht. Und zumal die Dachreling auch... Bei mir vielleicht bis hier, also das Auto ist ja niedrig. Ist halt ein Mini-Camper. Mini XXS-Camper. Das Wichtigste ist die Matratze, die ist noch im Auto, weil ich da dann erstmal ausmesse und ich noch nicht weiß, ob ich die überhaupt zuschneiden muss. So, es ist jetzt ein paar Stunden später. Ich bin ungefähr gefühlte 700 Mal Treppe hoch und runter gegangen, habe zum einen das Auto halt ausgeräumt, also... die Sitzpolster, die Sitzflächen praktisch von der Rückbank hochgeholt, Kopfstützen, Kinderwagen, Kofferraumabdeckung, Kofferraumwanne, habe dafür schon runtergebracht den Kocher, die zwei Kissen, dann diese eine Tagesdecke. Ich habe im Auto die Matratze schon freigelassen sozusagen, also so ein bisschen Verpackung aufgemacht und dann hat sie sich so gewaltsam entrollt. Das war echt lustig, aber hier bei der Matratze, die ich hier habe, also meine große Federkernmatratze, war das viel lustiger, weil die übelst so mehr oder weniger explodiert ist. Jedenfalls habe ich jetzt alles zusammengepackt, denn wir wollen jetzt den Minicamper insofern mal testen, dass wir ein paar Aufnahmen machen, ein paar Fotos und Videoaufnahmen. Deswegen habe ich auch mein Bettzeug eben jetzt hier schnell in den Ikea-Beutel geworfen. Das nehme ich gleich mit runter. Und wir wollen dann den Gaskocher testen und unser Abendbrot im Freien kochen. Und dadurch, dass ich ja hier jetzt noch keine Küche habe, ist es ziemlich cool, dass ich jetzt endlich mal was kochen kann. Zwar halt, wie gesagt, nur One-Pot, ne? Aber besser als gar nichts. Wir müssen noch schnell eine Soße kaufen oder irgendwas für eine Soße. Und ja, ansonsten habe ich alles zusammengepackt. Ich bin voll außer Atem. Und ich habe eine Liste geschrieben, was wir morgen noch alles einpacken müssen an Camping-Equipment. Und dann ja, werden morgen Sachen gepackt und dann geht's los. Morgen. bezüglich Gardinen nähen, muss ich mal gucken, wann wir heute wiederkommen. Vielleicht kann ich das auch morgen am Tag machen, sofern mein Nähzeug überhaupt da ist. Dann fahren wir jetzt mal raus Abendessen. Ich habe mir ein paar Stellplätze rausgesucht und gucke jetzt mal, welchen wir da im Endeffekt nehmen. Und ja, mache ein paar schöne Aufnahmen vom Auto. Ich blende euch da natürlich jetzt was ein. So, ich nutze eben die Chance, wo das Licht aus ist. Sieht das nicht unfassbar cool aus? Ich mache jetzt mal das Licht an. Genau, und die Lichterkette aus. Ja, hier unten rechts habe ich jetzt die Kiste mit dem ganzen Zeug drin. Wir fahren jetzt erstmal schnell noch zum Rewe. Wir müssen noch was holen. Und dann geht's rund. Ich freue mich. So, also wir sind an unserem Festkochplatz. Wir nennen es See mit Sonnenuntergang angekommen. Ja, haben wir hier eben angefangen. Wir haben angefangen mit Kochen und jetzt wird hier noch ein bisschen entspannt